Wie wär's, wenn wir uns Cosmog jetzt holen? Soweit ich weiß, ist das hier. Angel, du bist ein Mautzinger. Maurice, du bist ein Balgoras. Alola, Marco. Alola. Nein, ich will mich heilen. Wir holen jetzt Cosmog. Cosmog entwickelt sich auf Level 45. Welches Level hat dieses Cosmog, was wir bekommen? Level 1? Das kann halt echt Level 1 sein. Hallo, Kühner. Marco, dankeschön für 26 Monate. Ich habe übrigens einen neuen Badge für 4,5 Jahre. Mal schauen, ob den jemand hat. Happens hat ihn doch, oder? Happens hat das neue Badge. Man erkennt es aber gar nicht so gut. Du hast das neue Badge, was ich heute gemacht habe. Nee, ich habe keine Affiliate-Link für GB Operator. Die haben sowas nicht. Ich habe die ja gefragt inzwischen. Die haben sowas nicht. Das Einzige, was sie mir anbieten konnten, war, das Produkt selber zu schicken. Ich erkenne null. Warum erkennt man das so schlecht? Also bei dir ist auch noch der Tier 3 Stern drüber. Hallo Dave. Aber es ist halt Arceus. Also gelb und weiß. Aber gelb und weiß unterscheiden sich anscheinend echt nicht so gut. Kann man das nicht irgendwie größer anschauen, dieses Abzeichen? Mal gucken, ob ich das noch besser mache. Aber ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Gelb und weiß ist halt, sind halt die Arceus-Farben. So. Hier ist jetzt die Zygarde-Stelle. Und ich habe mich informiert und ich fand das ziemlich interessant. In Sonne und Mond sammelt man die Zygarde-Zellen, 100 Stück, um Scharwandel-Zygarde sich zu machen, um den Würfel zu kriegen. Hier sammelt man tatsächlich auch Zellen. Nur man sammelt sie, indem man, naja, Zygarde fängt. Deswegen, dass ich gestern Zygarde gefangen habe, war sogar wichtig. Es war sogar wichtig, dass ich das gefangen habe. Denn das Zygarde gestern gibt uns 50 Zellen. Wenn wir 10% jetzt kriegen von denen, kriegen wir 10 Zygarde-Zellen logischerweise. Und dann kriegen wir den Würfel von denen und der Würfel hat bereits 40 Zellen drin. Das heißt, wir haben dann sogar 100 Zellen. Mit den 100 Zellen können wir dann unsere Zygardes zu Scharwandel Zygarde machen. Nice. Ich habe noch den anderen Badge. In 3 Tagen habe ich den neuen. Bist du in 3 Tagen 5 Jahre oder was? Aber ich habe keinen 5-Jahres-Badge. Du hast den Badge, den ich heute gemacht habe. Du behältst den jetzt, bis ich einen neuen mache. Ich will ja noch einen Schiller-Badge machen. Danke, dass du auf meinen Kommentar geantwortet hast bezüglich dem weißen Baum. Hab aber immer noch nicht gecheckt, was falsch ist. Soltonic, das warst du. Du musst doch nicht auf YouTube schreiben. Du kannst auch auf Discord oder hier schreiben. Ich weiß nicht, wie ich dir das anders erklären soll, weil im Video erkläre ich das ja. Aber ich kann es dir nochmal hier zeigen. Wie heißt die Ebene? Hallo JJ. Wie heißt die Ebene, in der man ist? Wie heißt die Ebene in Schwarz-Weiß 2, wo man da runter geht? Ab, ab, ab. Gott, ich verdränge alles sofort, sobald es vorbei ist. Kontaktebene, Kontaktebene, PokeWiki. Hier, guck. Guck, guck, guck. Die Kontaktebene hat diese 2 Bäume, ne? Das sind 2. Das eine ist der schwarze Baum, das andere ist der weiße Baum. Wenn du Pokémon schwarz spielst, kannst du nur schwarze Punkte sammeln. Wenn du Pokémon weiß spielst, kannst du nur weiße Punkte sammeln. Ja? Wenn du also gerade schwarz spielst, sammelst du, wenn du deine Mission machst, nur schwarze Punkte. Und jetzt steht hier,
nehmen wir mal Schwarz-Weiß 2, egal. Und jetzt steht hier Aufspürkraft. Schlechtes Beispiel. Welche hast du gesagt, verstehst du nicht? Beschwörungskraft. Ne? Beschwörungskraft braucht 49 schwarze Punkte und 59 weiße Punkte. Das heißt, wie in dem Gara das Video ich das auch gesagt habe, du spielst, du machst so viele Missionen in Schwarz, bis du 49 Punkte hast. Also bis du den schwarzen Baum auf Level 49 gebracht hast. Und dann spielst du Pokémon Weiß, bis du den Baum auf Level 49 gebracht hast in Weiß. Beziehungsweise, du brauchst die Aufspürkraft. Für die Aufspürkraft, für die maximale Aufspürkraft, brauchst du 100 Punkte in Weiß. Oder 15 Punkte im weißen Level. Welches Schwarz-Weiß, welches spielst du denn, welches Spiel? Du spielst Weiß 2. Und dein Baum ist auf Level 15. Dann hast du die Aufspürkraft 15. Dann hast du Aufspürkraft 3. Aber... wo sind die Missionen? Festival-Mission. Auf jeden Fall, Dave, du bist ein Ultrigarier. Ich müsste deinen Gameboy in der Hand halten, um das jetzt zu checken, was du nicht siehst. Aber du hast es. Wenn du Level 15 im weißen Baum hast, dann hast du Aufspürkraft. Wenn du sie nicht siehst... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Du hast sie. Dann guckst du falsch. Kannst du mir Screenshots schicken auf Discord und ich kann es dir zeigen, wo du hinklicken musst, aber du hast die Aufspürkraft. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wenn du das mit Schwarz und Weiß gecheckt hast, dann hast du irgendwas nicht gesehen. Du kannst aber ein Schabern 100% nicht mehr auseinandernehmen, das heißt, den Hund mit Aura-Umkehr verlierst du dann. Ich weiß. Das habe ich auch gelesen. Aber das ist nicht schlimm, weil wir haben ja genug Siegals. Ihnen ist gelungen, ein zweites Siegal zu fangen? Das Zygarde, das du in der Finale gefangen hast, wird auch als 50% Zygarde bezeichnet. Das Zygarde, das wir gefunden haben, nennt man 10% Zygarde. Gib her. Du ahnst es sicher schon, aber Zygarde ist ein geheimnisvolles Lebewesen, das in bestimmten Situationen andere Formen annehmen kann. Wenn du mal versuchen möchtest, zwei Zygarde zu vereinen, vertrauen wir dir das an. Aber nur unter einer Bedingung, du musst mich erst besiegen. Ach ja. Okay, beide? Das ist ein Doppelkampf? Hallo Anne. Dave, aber warum hätte Sly und Jack und Dexter kommen sollen? Da war ja nichts für Gerüchte. Die Gerüchte waren Horizon und es kam. State of Play war nichts Besonderes. Das Krasseste ist eigentlich Ghost of Tsushima, aber ich habe ja nicht mal den ersten Teil gespielt. Hey, guck mal, ein Psycho, aber ich habe keine... Aber ich habe Raub. Die State of Play war VR, wo ich mir immer denke, so, warum macht ihr so viele VR-Titel, wenn... Also, spielen so viele Leute VR? Anscheinend, sonst würden sie ja keine Spiele machen. Ich glaube, wenn ein Sly oder Jack and Dexter Spiel kommt, dann wirst du das Wochen davor schon mitkriegen. So wie jedes Mal. Ja, und die VR-Spiele sind immer nur düster, genau. Marco Bryan, du bist ein Amarino. Du kennst kein einziges VR-Spiel, dann guck mal jede Spielvorstellung an, da ist immer 10-20% sind VR-Spiele. Gestern bei der State of Play waren es allein 3 Spiele, die nur mit VR spielbar sind und nur mit der PlayStation-Brille.
Wobei kann natürlich sein, dass die auch für andere Plattformen rauskommt, aber auf der PlayStation braucht man immer die PlayStation VR-Brille. Oha, Metagross, ich kenne doch den Sound, aber ich glaube, der hat nur Psycho-Pokémon. Was war denn noch, was cool aussah? Also was richtig cool ist, wo ich mich drauf freue, weil ich das noch nie gespielt habe. Ich habe das Original zwar, hätte ich hier gar nicht kaufen brauchen. Warum ist mir Migma daran verreckt? Ist Soul Reaper. Soul Reaper hat mich schon immer interessiert, weil das damals, als das rauskam, war das überall. Und ich habe sogar Poster davon gehabt, aber habe es nie gespielt. Ach, Sternhieb. Ich dachte, Sternhieb ist eine Normalattacke, so wie Sternschauer. Dann ist das natürlich logisch. Oh, er hat Zygarde, aber jetzt setzt er 10% Zygarde ein. Was ist Zygarde eigentlich? Drache, Pflanze, oder? Dann bleibe ich so. Aber Drache ist Feuer. Ne. Drache, Pflanze. Ich hab keinen Kuschelknuddler mehr. Eis. Ich hab kein Eis. Amphira kann Drache. Du bist ein komisches Pokémon, du Hund. Du Hund. Drambulz. Ah, ich habe daheim einen Pokémon Ranger, auf dem ich das Manaphy ein nicht abgeholt habe, gefunden. Brauchst du das noch? Ich nehme die immer gerne. Solche Spiele, wo ein Manaphy noch drauf ist, liebend gerne, aber das kannst du für Geld verkaufen, ne, dieses Spiel. Wenn das da noch drauf ist. Also ich nehme es gerne. Wenn du mir später sowieso auf Discord schreibst, können wir weiter quatschen. Ich nehme das gerne, aber um Gottes Willen, es gibt genug Leute, die das mehr brauchen als ich, weil ich habe 4 Manaphys. Vielleicht werde ich irgendwann so verzweifelt sein, dass ich 8 Manaphys will. Hey, Horizon braucht sicher keinen Remaster, genau wie bei Last of Us habe ich es noch eher verstanden, weil Last of Us PS3 richtig lang her ist. Dass das ein Remaster kriegt und so, oder halt ein Remake sogar kriegt. Aber ich glaube, haben die das gesagt, weil ich habe dann mir gedacht, ja okay, wenn sie ein 10 Euro Upgrade machen, So muss es sein. 10 Euro Upgrade auf die PS5-Version, besser und schöner, okay. Aber da direkt eine neue Edition draus machen, finde ich immer übertrieben. Aber ich glaube, dann habe ich gehört, dass die Sprecherin gesagt hat, für 10 Euro könnt ihr das auch upgraden, wenn ihr es bereits habt. Dann sage ich wieder, okay, passt. Weil die Leute, die es halt noch nie gespielt haben, kriegen direkt ein besseres. Und die Leute, die es haben, können es upgraden. Aber wenn man es nicht upgraden kann und es ist direkt nochmal 60 Euro, dann ist es so richtig scheiße. So, du hast noch 3 Pokémon und du machst meine Pokémon gerade ein bisschen fertig. Warum hast du den Zygarde direkt so früh rausgeholt? Manche Upgrades waren sogar früh. Am Anfang waren sie free, ja, als die PS5 rauskam. Inzwischen denken sie sich, okay, jetzt müssen wir es nicht mehr umsonst anbieten. Raichu. Aber Raichu ist auch Psycho wahrscheinlich. Warum steht da nicht Alola Raichu? Und tschüss. Aber dieses Soul Reaver. Da habe ich echt Bock drauf, weil das ist so diese Art von Spiel, die ich schon immer mochte. Weil mein Raichu hat keine Schwebe, ne? Es schwebt nicht. Auch wenn es schwebt, es schwebt nicht. Hallo Kira. Du schwebst nicht. Das mit Schwebefrix über jedem Raichu? Ja. Das sind Sachen, die merke ich mir nicht. Weil
es gegen die Logik spricht. Deswegen muss ich mich immer wieder das fragen, weil es einfach keine Logik dahinter ist. Wo ist die Logik dahinter, welches Pokémon Schwebe hat als Fähigkeit und welches nicht? Das muss man auswendig lernen, da gibt es keine Logik. Und somit werde ich es mir nicht merken können. Soll eine andere Attacke durch Wutpulver ersetzt werden? Wer will denn hier Wutpulver lernen? Parasek und Wutpulver, was ist das? Anwender zieht gegnerische Aufmerksamkeit. Okay, es ist ein Tank-Fähigkeit. Tank-Attacke. Du bist der Veteran. Das hat Surfschweif. Simsala. Jetzt macht er das auch noch zu einem Z-Ultra-Giga-Simsala, oder? Aber ja, er hat nur Psychos. Es war blöd, dass ich dann Mimikma genommen habe bei Metagross. Mimikma hätte alle fertig gemacht. Ich glaube, ich mache Z-Erdbeben. Leo, Simsala hat aber Schwebe. Stopp! Oh mein Gott. Verdoppelt die Init, als ob Reit schon noch schneller sein müsste. Soul Tonic, Dankeschön für 2 Monate. In den Erdkern hinein. Auf jeden Fall, ich bin so spät dran, weil auf einmal spontan der Klempner wieder kam, um die Dusche zu reparieren. Und er hat es geschafft. Wir haben endlich wieder unsere... Was heißt wieder? Wir hatten sie noch nie. Wir können jetzt endlich in der großen Dusche duschen und müssen nicht mehr in die kleine Gästedusche, die so unbequem war. Zygarde. So, dann kreuze ich jetzt. Ich darf da jetzt nichts falsch machen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall gerade 10% Zygarde bekommen. Also das hier. Power Construct Ability. Ja. Das hier. Wir haben das normale und ein 10%. Mein anderes normales, was ich jetzt habe, könnte ich, wenn es jetzt schon geht, zu der 100%, der 50% Scharwandel-Version machen. Der Reinkarnator hat mit dem Pokémon Zygarde zu tun. Diese Maschine ermöglicht sowohl die Synthese als auch die Aufspaltung von Zygarde. Synthese bedeutet ganz einfach, dass du Zygarde zusammensetzen kannst. Dexio, mach du weiter. Oh ja, klar, den komplizierten Teil darf ich dann wieder übernehmen. Also es gibt 2 Arten der Synthese. Bei der ersten werden die gesammelten Zellen Zygarde hinzugefügt. Ja, ja, ja. Bei der zweiten Art wird ein komplett neues Zygarde aus den Zellen erschaffen. Das Zygarde, das durch die Zusammensetzung der Zellen entsteht, kann dabei verschiedene Formen annehmen. Dann gibt es noch die Aufspaltung. Dabei wird Zygarde aufgespalten, ihm werden die Zellen also wieder weggenommen. Das hast du davor schon in einem Satz gesagt. Und jetzt sag das nochmal umständlich. Die abgespalteten Zellen kommen zurück in den Zygarde-Würfel. Übrigens, laut den Forschungsergebnissen des Professors, der uns nach Alola geschickt hat, besteht Zygarde aus 100 Zellen und Kernen. Je nach Anzahl der Zellen und Kerne ändert sich Zygardes Form. Es führt also einen Formwechsel durch. Ach stimmt ja, wir müssen dir noch den Zygarde-Würfel geben. Nice. Zygarde-Würfel, blablabla. In ihm findest du die 40 Zygarde-Zellen, die wir gesammelt haben. Und ich habe schon 60. Das heißt ja, dass Zygarde die Ordnung in der Kalos-Region bewahre. Ich frage mich, ob seine Anwesenheit in Alola etwas mit der Ultrabestie zu tun hat. Wer weiß, vielleicht wird es uns eines Tages den wahren Grund offenbaren. Nein. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen. Au revoir. Hallo. Was ist hier? 3 Starter-Pokémon, hallo, gib sie mir. Okay, dann hole ich kurz mein anderes Zygarde. Weil wir haben ja gesagt, das Zygarde, das ich in XY gefangen habe, das bleibt so. Weil das kann man in XY fangen. Alle anderen, also 10% und Scharwandel, kann ich nur in Sonne und Mond bekommen. Das heißt, das, was ich jetzt hier in Sonne und Mond bekommen habe, mache ich jetzt zu Scharwandel. Und das andere 10%, was ich im anderen Spieldurchlauf kriege, mache ich auch zu Scharwandel, aber 10%. Genau, du bist das. Und du kommst jetzt hier rüber. Aura-Umkehr. Und du hast auch Aura-Umkehr. Du bist frech.
Und das ist ein Pokéball, Gott sei Dank. Okay. 50 plus 10 plus 40 ist 100. Korrekt. Oh, der arme Leo muss nicht mehr in die Gästedusche in seinem Anwesen. Ganz genau. Endlich leben wie jeder andere Mensch auf der Welt. Es piept im Spiel, oder? Warum piept es so laut im Spiel? Was möchtest du tun? Synthese. Was heißt denn jetzt, was bedeutet Art der Synthese? Es gibt zwei Arten der Synthese. Du kannst entweder einem Zygarde, das sich in einem Team befindet, die Zellen aus dem Zygarde-Würfel hinzufügen, so ein verändertes Zygarde synthesieren, oder aber du benimmst ausschließlich die Zellen aus dem Zygarde-Würfel, um einen von Grund auf neues Zygarde zu synthesieren. Ich kann nochmal ein neues Zygarde machen? Zygarde und Zygarde-Würfel. Wähle ein Zygarde aus. Das hier. Du hast nicht ausreichend Zellen oder Kern im Zygarde-Würfel. Heißt das, ich muss das Zähne auflösen? Moment, dann habe ich aber doch nicht genug. Habe ich dann immer noch genug? Oh nein. Verschwindet es dann? Oh Gott. Ja, es ist logisch, klar. Ich muss ja die 100 in den Würfel packen. Moment, wie ist es denn dann jetzt? Wir müssen gleich Paint rausholen. Ich muss das in der Übersicht machen. Weil dann verliere ich jetzt meinen Zehner. Und im nächsten Spiel... Oh nein. Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Nein, das geht nicht auf. Außer ich nehme 1 aus XY. Was ich ja auch doppelt habe, weil es da 2 gab. Also ich verliere jetzt das hier und mache damit das hier. Wie viel Würfel, also, aber wie viel Zellen, aber, hä? Okay, was ist, wenn ich das hier habe und das haben will? Braucht das hier auch 100 Zellen, obwohl es nur das 10% ist? Man braucht immer 100 Zellen, um Scharwandel zu machen. Aber... Oder behältst die beide und wandelst es in Gen 8 um. Ja, yeah, ich speichere. Ich weiß, Uso muss ich trotzdem noch spielen, aber das reicht dann auch nicht. Also, was ich glaube ist, ich habe jetzt das hier. Das muss ich auflösen, um das hier zu machen. Dann im nächsten Spieldurchgang kann ich mir wieder einen Zygarde holen und wieder einen Hund. Muss ja aber beide auflösen, um das hier zu machen. Dann muss ich nochmal Usum spielen, um mir das hier zu holen. Außer ich kann einen 10%er machen. Also, aber ich glaube, für Scharwandel brauche ich immer 100%. Aber was definiert denn dann, ich weiß gerade nicht, wann sieht's aus wie ein Hund und wann sieht's aus wie eine Schlange? Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen. Wann sieht's aus wie ein Hund und wann sieht's aus wie eine Schlange? Scharwandel ist klar, 100 Zellen. Aber vielleicht durch Aufspaltung? Okay, Synthese. Zygarde-Würfel. Okay, also ich könnte noch ein 10% Zygarde machen. Synthese. Zygarde und Zygarde-Würfel. 10%. Aus den ausgewählten Zygarde und 40% Bauschen Zygarde-Würfel wird ein 50% Zygarde synthesiert. Okay, ich könnte auch noch einen 50er machen.
Dann hätte ich 2 50er. Aber ich kann auch 2 10er machen. Okay, okay, okay. Aber die Krux ist ja, ich muss ein 200er machen. Ein 200er geht nur, wenn ich das Spiel zweimal spiele. Aber ich verstehe jetzt nicht, wie ich meinen 100er mache. Aufspaltung. Okay, naja, ich kann ja immer wieder welche kreieren. Das heißt, ich stecke jetzt die Seigerts in den Würfel. Passt auf euch auf. Geht nicht verloren. Aufspaltung. Dreimal spielen oder, wie Angel sagt, einfach das auf Gen 8 machen. Ich könnte argumentieren, dass ich es einmal hier mache. Ich habe es einmal gemacht, aber ich sehe es nicht ein, nochmal Sonne und Mond komplett durchzuspielen. Also ein drittes Mal. Weswegen ich dann das andere komplett in Gen 8 erstelle. Weil da braucht man keine Zellen, glaube ich. So, und jetzt habe ich 100 Zellen. In Gen 8, glaube ich, hat man einfach den Würfel und verändert mit dem Würfel die Form von Seigard, wie man möchte. Oder, warte, vielleicht auch nicht. Warte, okay, also wir können jetzt Seigard und Seigard Würfel. Ich hätte mir gerade das sparen können, aber ich kann jetzt neues Seigert sind. Meine Seigert mit der Fähigkeit Schamal zu synthetisieren, dass im Kampf die optimale Form annehmen kann. Möchte sofort fahren, ja. So, was habe ich jetzt für eins? 50% oder 10%? Wie mache ich da jetzt ein 10% Seigert draus, das immer noch Scharwandel hat? Geht das nur in Gen 8 vielleicht? So, jetzt hätte ich das hier. Es hat Scharwandel. Route 16. Das ist interessant. Das ist die Herkunft des Route 16, weil es hier kreiert wurde. Das heißt ja auch... Geht zum Würfel im Beutel. Ah, stimmt. Aber das heißt auch... Ich könnte doch mein Seigard aus Gen 6 nehmen, in den Würfel packen, einfach um 50 Dinger zu kriegen. Dann bekomme ich nämlich im nächsten Spiel... Dann habe ich ihn... Dann, okay. Weil dann steht da nicht mehr Gen 6, sondern Route 16, oder? Weil das komplett neu kreiert wird. Ich benutze nur eins aus Gen 6, um Zellen zu bekommen. Aber es ist trotzdem aus Gen 7 dann, weil es komplett neu kreiert wird. Weil das hier ist aus Route 16. Und ich habe Seigard in der Finalhöhle gefangen. Und das 10% habe ich hier bekommen. Aber ich schätze mal, steht da Route 16, weil es hier kreiert wurde. Ich glaube, das geht. Aber ja, ich kann jetzt in den Beutel und kann auf den Würfel einsetzen. Ups. Form ändern, okay. Ich dachte, okay, okay. Und dann habe ich nicht mehr das hier, sondern das hier. Die übrigen Zellen sind verschwunden. Ist auch mies, oder? Dass es einfach dann 90 Zellen verliert. Aber es hat immer noch die Optimumform. Also es kann immer noch die Optimumform haben. Weil... Es hat immer noch Scharwandel. Warum will man eigentlich das hier mehr als das andere? Ist es schneller? Wahrscheinlich ist es schneller. Aber ich kann es jetzt ewig hin und her machen, oder? Ich kann das nur nicht mehr in den Würfel stecken. Oder in den Synthese-Ding stecken, weil es
Ja, okay. Weil es Scharwandel hat. Okay, also haben wir drei Möglichkeiten. Ich kann entweder Usum noch zweimal durchspielen, um noch einmal die 100% Form zu kriegen und nochmal, um nochmal ein 10% Ding zu kriegen. Oder ich spiele Usum nur noch einmal durch, bekomme dort... Aber das weiß ich nicht, wie es in Gen 8 funktioniert. Ich weiß nicht genau, was ich in Gen 8 brauche. Reicht es in Gen 8 einfach, zwei Zygards zu haben? Weil ich glaube, die müssen Scharwandel haben. Ich kann zwar in Zygarde die Form ändern, aber ich kann doch nicht... Ist es in UM auch so? Du meinst Mond und Sonne, was? In SM. In SM muss ich die 100 Zellen sammeln in der Welt. Aber ich spiele doch nicht. Das wäre dann trotzdem ein drittes Spiel spielen. Ich guck ganz kurz, wie es in Gen 8 ist. Aber ich glaube, ich mache so, dass ich einfach mein Zygarde aus Gen 6 hier hin tue. Das macht doch am meisten Sinn, oder? Weil es verliert den Ort. In Gen 8 kriegst du einfach nur die Items. Tausch. Düner Riesennest. Ah. Hallo Daniela. Meine Frage ist, kann ich in Gen 8 ein Aura-Umkehr zu Scharwandel machen? Ich glaube nicht. Ja? Wie? Wie finde ich das raus? Wie? Passback. Passback. Ich wollte es ja in Gen 8 machen, damit meine Zygards Carlos als Standard behalten. Willst du mir sagen, ich kann ein Aura-Umkehr-Zygarde in Gen 8 einfach zu einem Scharwandel 10% Zygarde machen? Ohne drei andere Zygardes dafür opfern zu müssen, so wie hier. Man kann in Gen 8 Fähigkeit und Form einzeln ändern. Okay. Zweite Möglichkeit. Oder ich nehme mein Zygarde aus Gen 6. Tu es hier hoch, fusioniere es, synthesiere es, dann habe ich 50 plus 50. Also auf jeden Fall kriege ich... Reicht es dann? Reicht das dann? Vielleicht kann ich es auch gar nicht reinstecken, weil es aus Gen 6 ist. Allein das wäre interessant, das mal auszuprobieren. Kann ich ein Gen 6 Zygarde hier reinstecken? Aber ich schätze schon. Aber ich muss zählen. Das heißt, ich habe dann ein 10%, 40, 50. Und ich habe nochmal 50. Aus dem... Also ich kann aus den 40... Also ich kann nochmal das hier machen mit 100. Und ich habe ein stinknormales... aber dadurch, dass ich... Aber dann muss ich... Aber ich kann ja, genau, also ich mache einfach aus 50, 40 und 10 mache ich nochmal ein 100er. Dann könnte ich ja einfach das Gen 6 Zygarde in den Würfel reinstecken und daraus wieder ein normales 10%er machen, das dann Route 16 hat als Herkunft. Ich glaube, das funktioniert. Aber ich glaube, das probieren wir aus, weil das klingt am interessantesten. Das klingt interessanter als Gen 8 und definitiv interessanter als nochmal Usum durchzuspielen. Okay, aber wir bleiben jetzt erstmal so. Wir haben ein 100% Zygarde. Beast, du bist ein Buckel. Und Angie, du bist ein Panflam? Nee, Panpyro. Panpyro. Hallo Tsurumi.
Sollte doch reichen, 250, um nochmal Schabernack zu machen und dann Doggo kriegst du geschenkt. Ja. Ja. Oder so, genau. So geht's genauso. Ja. Das sollte gehen. Das finde ich jetzt aber hier cool gemacht mit den 10% und addieren und dadurch kriegt man dann das. Das finde ich cool. Jetzt holen wir uns Cosmog. Hier sind Kapus. Ich tue ich mal in eine Legibox. Alleine wegen Gen 8 finde ich es komisch zu sagen, das sind vier Formen, aber so wie ich mich kenne, hole ich mir irgendwann noch ein viertes Shiny Seagard. Warum erst recht wegen Gen 8 sind es vier Formen? Das verstehe ich nicht. Aber wir werden da auch nicht uns verstehen, Dave. Einfach zwei verschiedene Ansichten. Wie komme ich da hin? Da stand letztes Mal jemand, deswegen bin ich da nicht reingekommen. Kannst du noch vor, Shiny Hand zu machen in Gen 7? Ich werde Typ 0 Shiny resetten. Und ich hätte gerne Pandir. Cosmog? Cosmog. Carmine, du bist ein Pampros. Und JJ, du bist ein Dialga. Lugia, flieg. Zygarde gibt es in Gen 6, dachte es ist ein Gen 7 Pokémon. Nein, Zygarde ist ein Gen 6 Pokémon. Es kommt nur in Gen 7 wieder vor, aber es ist ein Gen 6 Pokémon. Dachte du machst Capikachu? Wann habe ich das gesagt? Achso, Shiny. Stimmt, ja. Ach stimmt, ich habe ja gar nicht Typ 0 jetzt am Ende gesagt, sondern... Ja, ich mache Venikro Typ 0 und Capikachu. Ich bin ja schon fleißig am Pokémon brüten. Ich habe jetzt letztens gebrütet ohne Ende. Es geht wirklich schneller und ich habe sogar jetzt Carpador. Ich brüte Carpador mit Carpador, um so schnell es geht, Carpador-Eier zu machen, weil Carpador ist das einzige Mon mit der geringsten Eigruppe. Ey, wie lang ist dieser Weg? Hier sind wir im Spielverlauf hingegangen und dann war es so, okay, hier ist nichts. Und jetzt ist immer noch nichts hier. Schade. In Usum brüte ich, ja. Um die Boxen voll zu machen mit Eiern. Dann muss ich also hierhin durch Ultrapforten. Das hatte ich nämlich nicht ganz verstanden, wie das da stand. Mondscheibensee. Reist der Protagonist mit Solgaleo durch die Ultrapforte am Sonnenkreispodium in die Parallelwelt.
kann er an den Mondscheibensee gelangen. Beim ersten Betreten kommt Solgaleo hervor und brüllt in Richtung des Himmels. Kurz darauf erscheint Lunala gegenüber von Solgaleo. Ja, das habe ich ja, wollte ich ja machen. Durch die Ultrapforte am Sonnenkreispodium. Warum ist hier keine Ultrapforte? Das ist ja mein Plan gewesen, dass ich von hier jetzt auf die andere Seite porte und da ist Cosmog. Aber hier ist nicht. Hallo Lady. Ich hätte für die SOS-Methode ein perfektes Legit-Verbiegel, falls du das brauchst. Ich nehme keine anderen Pokémon von anderen Menschen an. Ich muss alles alleine machen. Ich muss Lunala im Team haben. Okay, das ergibt sehr viel Sinn. Das ergibt zu viel Sinn. Nick, du bist ein Shiny Sherox. Wie solltest du das auch kriegen? Was? Du siehst gleich, was wir kriegen. Hallo Prani! Das Verbiegel. Ich weiß nicht, wie man Verbiegel bekommt, aber wer sagte, dass ich ein Verbiegel brauche? Oh, jetzt ist hier sogar ein Flugpunkt. Der war, glaube ich, vorher nicht da. Nein, ohne Online-Trade. Ich weiß, was du mir sagen willst, dass ich ein Verbiegel nicht im Spiel bekomme, sondern nur durch Online-Trade. Ach so, ich kann es gar nicht kriegen, ja. Das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste Punkt, Soltonic. Man kann in Gen 6 und Gen 7 nicht mehr tauschen. Die Server wurden abgeschalten. Ich kann doch nicht verstehen, was ihr meint, wenn ihr nicht in vollen Sätzen schreibt. Wie sollst du das auch kriegen, während ich habe gerade von Cosmog geredet und du schreibst, wie sollst du das auch kriegen? Ja, indem ich hier hingehe. Ich kann nie wissen, was ihr meint, wenn ihr nicht in vollen Sätzen schreibt, leider. Das ist das Nervige an Twitch. Nix geht hier, ist alles Lügenpresse hier, ist doch nichts möglich. Lunala ist sogar an erster Stelle. Du musst dahin, wo Lunala gegen den Cosma gekämpft hat. Warum denn dahin? Okay, warte, warte. Ich vermute den Fehler. Warte. Reist der Protagonist mit Lunala durch die Ultrapforte am Mondscheibenpodium in die Parallelwelt. In Pokémon Mond kann der Sonnenkreis See. Ja, da steht nichts von Ultramond. In Pokémon Mond kann der Sonnenkreissee vom Ula-Ula-Blumenmeer aus erreicht werden. In Pokémon Sonne ist er erst nach Pokémon Liga zugänglich. Nachdem der Protagonist nachts. Verux hatte recht. Nachdem der Protagonist tagsüber mit Lunala im Team beim erneuten Besuch durch das Portal beim Mondscheinpodium eine Art Parallelwelt gegangen ist. Dieser Ort kommt ausschließlich im Spiel in der Hauptreihe vor. Nachdem der Protagonist. Da. Nee. Das ist die gleiche Stelle in beiden Spielen, sie heißt nur anders. Ja, ja, aber es steht trotzdem nicht ganz so da. Da steht. In Pokémon Sonne ist er erst nach dem Pokémon Liga zugänglich, nachdem der Protagonist nachts.
Naja, aber ja, es ist aber komisch geschrieben. Man weiß an dem Satz nicht, ob erscheint nur nachts die Pforte oder muss man nachts in die Pforte reingehen. Wahrscheinlich erscheint die Pforte auch nur nachts. Also erst nach Ponyzo mit dem anderen Podium, dann in das Paralleluniversum, dann hierhin. So steht das aber auch nicht auf PokeWiki. Was ist das denn dann für ein scheiß Wiki, was das null erklärt? Pony. Also hier. Und... Ach so. Ah, nee, es ist richtig beschrieben. Man muss nur echt aufpassen beim Lesen. Warte, jetzt check ich's. Das heißt nämlich hier genauso. Das ist bei PokeWiki blöd gemacht, weil du klickst auf etwas und dann denkst du, du bist an dem Ort, aber die reden von dem anderen Ort. Hier, Mondscheibensee. Mondscheibenpodium. Es ist richtig beschrieben. Du checkst es nur nicht, weil du nicht so genau liest. Nachdem der Protagonist tagsüber mit Lunala im Team beim erneuten Besuch durch das Portal beim Mondscheibenpodium. Und ich denke die ganze Zeit, ja, ich stehe doch hier. Aber ich stand die ganze Zeit nicht beim Mondscheibenpodium. Ich stehe jetzt beim Mondscheibenpodium. Quasi auf der Seite für Cosmog ist ein Ort abgebildet. Aber sie reden von dem Ort hier, der nicht abgebildet ist. Kann man besser machen. Okay, das heißt, ich muss hier durch. In die Parallelwelt. Durch die Ultrapforte. Zum. Was? Wohin soll ich hin? Wo soll ich hin? In eine Art Parallelwelt gegangen ist. Ja, genau. Okay, das dachte ich mir. Hallo Mauslo. Tatsächlich wäre es in 20 Minuten bei mir nicht mehr so weit gewesen. Hätte ich 24 Stunden oder 12 Stunden warten müssen. Okay, muss ich raus? Ach, hiermit kann ich den Tag-Nacht-Zyklus ändern. Und jetzt muss ich hier hin. Weil ich jetzt in einer anderen Parallel... Ah, okay. Aber ist dann... Ist das das Einzige, was anders ist? Oder ist jetzt jeder Mensch so? Wer bist du? Soll trinken. Ich spiele gerade. Wer hat denn Zeit zu trinken? I'm here to play, not to drink. Hey! Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Mahina. Pea. It's a Cosmog. Aber könnte man daraus jetzt Solgaleo machen? Nein. Man kann daraus nicht Solgaleo machen, weil man muss in Ultrasonne sein, um daraus Solgaleo zu machen. Mies. Aber ist uns egal. Hallo. Du bist jetzt meins. Damals in GTS dann, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt... Aber sonst ist alles hier normal. Das heißt, wenn ich jetzt nicht zurückkehre in meine andere Welt, ist jetzt die Zeit halt einfach gespiegelt. Aber ansonsten ist alles immer noch normal. Aber ich mochte das eigentlich, dass Tag und Nacht nach unserer Zeit geht. Solgaleum Z. Musst du nicht, ist ja Parallelwelt. Ja, Parallelwelt heißt aber, dass zum Beispiel, ich meine, Parallelwelt heißt ja, dass hier jetzt Exclusive-Pokémon rumlaufen würden. Parallelwelt heißt ja nicht, dass es die identische Welt ist, sondern es ist halt alles Spiegelverkehr zum Beispiel. Ich gehe zurück in meine Welt. Okay, schau, hier kann ich noch nicht mal, hier kann ich ja nicht mal Ultra-Pforten benutzen. Okay, das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich wirklich Ultra-Bestien besiegen und anscheinend muss ich dafür in die Pforten gehen. Und da habe ich noch gar keine Ahnung, wie ich dann zu den Bestien komme. Ich schätze mal, ich muss einfach, soweit es geht, immer reiten. Wenn du das Cosmog entwickelst, wird das das andere Legi? Hä? Warum? Weiße Pforte? Okay. Die Weite und die Ringe entscheiden, welche Bestie kommt. Im Moment brauche ich eh noch alle. Moment, aber das verstehe ich nicht. Ich spiele Ultrasonne. Das heißt, wenn ich in die Parallelwelt gehe und dort Cosmog entwickle, wird es zu Solgaleo? Das will ich nicht ausprobieren. Ja? Das steht auch nicht so auf PokeWiki. Die Entwicklung wird beim Erreichen vermisst, Level 43. Während seiner Entwicklung wird sein Körperbau solider, darauf ist bla bla bla. Es steht nirgends hier. Ja, der Typ 0 hat sich immer noch nicht entwickelt. Halt, Massage. Wir müssen ihm eine Massage jetzt geben. Durch die gelaufene Distanz in den Pforten steigt auch die Shiny Chance. Jo. Sehe ich irgendwo die Distanz, die man läuft? Hallo Uwe. Nein, das ist das Erste. Nein, nein. Immer das Erste wird massiert. Heute entwickelt sich's. Wobei ich nicht mehr wirklich kämpfen muss. Aber fangen gibt auch XP. So, Rumi, du bist ein Mantax. Scorpi, du bist ein Hydragil. Taylor, du bist ein Rockara. Pyro, du bist ein Potrot. Okay, dann machen wir jetzt mal Wurmlöcher. Ich habe heute auch nochmal mein Magiana angeschaut, was ich bisher habe. Und ja, nee, ich kann das nicht benutzen. Ich muss ein komplett neues besorgen. Und ich rede von Pokéball Magiana. Ich muss mir ein komplett neues besorgen. Dafür muss ich einen komplett neuen Pokémon Home Account machen. Geld zahlen.
alle Pokémon von dem Home-Account auf den anderen Home-Account rübertauschen, wenn das nicht geht, also wenn das nicht verknüpft geht, dann was es nicht ist, dann muss ich sogar Gen 5 Pokémon aus Gen 5 wieder hochtraden, weil ich die nicht rüberbekomme. Oder halt tauschen mit Accounts und sowas. Also das wird anstrengend. Ist nicht schwer, aber es wird nervig. Und das nur, weil ich das Pokéball Magiana, weil ich mich so gefreut habe, Buja genannt habe. Und die OT ist auch Leos meint und nicht Leo. Olopoto, du bist ein Affiti. Mauri, danke schön für dein Prime. 2 Jahre. Danke, dass du mich in die Sucht des Shiny Hunters gebracht hast. Das freut mich. Durch die Ultra-Pforte. Durchquere beim Ultra-Warp auf Lunala die Ultra-Pforte bis zu den Warp-Löchern, die in andere Welten führen. Ja, hoffentlich muss ich nicht neigen. Sammle Energiekohlen ein, um schneller zu werden, um eine größere Distanz zurückzulegen. Berührst du Elektrokohlen, wirst du jedoch langsamer. Diese großen Löcher sind Warp-Löcher. Gerätst du in der Nähe, wirst du hineingezogen. Von der Farbe. Warp-Löcher werden entsprechend ihrer Seltenheit in 4 Auffälligkeitsstufen unterteilt. Vielleicht führen weit entfernte auffällige Warp-Löcher zu seltenen Pokémon. Sammle fleißig Energiekugeln ein, damit du zu weit entfernten Warp-Löchern kommst. Okay. Welche OT bekommt das Magiana? Die OT von dem Home-Account. Und mein Home-Account hieß früher noch Leos Mind. Inzwischen Leo. Den kannst du ganz jederzeit einfach ändern, den Namen in der Home-App auf dem Handy. Also einfach weiße Pforten. Sind weiße Pforten die seltensten? Nein. Das war eine schwarze zum Beispiel. Oder ist es immer der Kreis? Oder ist es... Das ist rot. Ist ja gar nicht so leicht, Mann. Das ist gelb. Das ist blau, oder? Oh mein Gott. Wie? Das ist voll schwer. Hä? Übertrieben. Vor allem, du weißt nicht, wohin man fliegt, weil sich alles ändert auf einmal. Ich finde, die sind ein bisschen zu groß, die Warp-Löcher. Man sieht ja gar nichts mehr. Das da, oder? Also, es ist doch nicht mal weiß, es ist Regenbogen. Ist das jetzt ein Leggy? Ah, da ist es. Das sind ja mehrere. Ah, die ganze Welt sieht so aus. Crazy. Wer ist denn nochmal? Voltol oder so. Du bist in einer 3031 Lichtjahre entfernten Welt angekommen. Was ist euer Rekord? 99999, oder? Ja. Ist ja wie in Final Fantasy X hier. 6500. Da war ich ja mit 3K gar nicht so schlecht. Okay. Probieren wir den. Wollt ihr eine Vorhersage machen?
Die sollten ja jetzt alle, ich guck nochmal, weil es ist jetzt die erste, wobei wir haben ein Ding schon gemacht. Mura. Aber guck, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Aber auf Englisch heißt du Circuitry. Okay, das ist lustig, der Name. Circuitry, 2%. Ist es höher? Oder ist es höher? 4,8. Es ist höher, 10%, wenn es schläft und im roten Bereich ist. Was Level haben die? 60, sag ich mal. Ja, ändert nichts. Es ist ein bisschen besser, die Wahrscheinlichkeit, als bei den Kapus. Knappe 10% im besten Fall. Aber wenn wir sagen, nicht schlafend im roten Bereich, sind wir bei 5%. Also ein bisschen besser als gestern die. Kriegst du den jetzt auch First Try Shiny? Das war so krass, ey. Du hast den First Try Shiny gefunden. Okay, wir machen wieder Predictions jetzt bei all den Ultra-Bestien. Die Wahrscheinlichkeiten sind ein bisschen besser als gestern, aber ihr könnt wieder eure Punkte verbraten. Wir machen wieder die Punkte 1 bis 9, 11 bis 19, 21 bis 29. So viele Bälle brauche ich. Error creating create. Warum? Warum Error? Der Happens hat schon gemacht. Ich habe einen Error gekriegt. Danke. Okay, ihr könnt 2 Minuten lang abstimmen. Vermehrt eure Punkte oder verballert eure. Die Legis sind einmalig. Ich weiß, ich kann die immer wieder finden. Das heißt es auch, dass ich echt Glück haben muss, am Ende eine Ultra-Bestie zu finden, die ich noch brauche. Weil ich kann nicht wissen, in welches Portal, wo was ist. Aber das finde ich cool, dass die Welten auch anders aussehen. Okay, warte, ich muss noch... Hier, okay. Nee, du kannst jedes Pokémon nur einmal fangen. Was? Schlinking ist das Schwerste. Geht's dir heute eigentlich besser? Dem Happens geht's besser. Hoffentlich. Eichhornbratan, hallo. J-Draw, du bist ein Magianer. Ach, wir haben gestern Sport gemacht. Ich kann mich nicht bewegen. Voltriant, genau. Eichhornbratan, vielen, vielen Dank für 5 Monate. Fragezeichen sogar, es wird mir nicht gesagt. Ich glaube, du bist Elektro. Ich mache einfach mal Flammenwurf. Wobei, Matschbombe. Ich mache Flammenwurf. Habe ich eigentlich gespeichert? Geil, Elektrofeld. Scheiße. Gibt's halt Butter Chicken? Nein! Ihr nervt mit dieser Frage. Ich schmeiß jetzt Bälle, weil ich kann es sowieso nichts machen. Nicht wirklich, ne? Okay. 1. Jetzt sind wir gerade bei einer Wahrscheinlichkeit von 4,3%. Also besser als gestern, als wir die ganze Zeit geworfen haben. Gibt es auch eine Vorhersage für Team Wipe? Nein. Was soll mir den Voltrend anhaben? Ich bin ein Pampros. Es kann Blattgeißel. Vielleicht kann es mir ein bisschen was antun.
Achso, du meinst für Shiny Hunten lässt man sie beim ersten Mal entfliehen und dann fängt man sie erst beim zweiten Mal, dann ist die Cutscene kürzer. Aber man kann Ultrabestien nur einmal fangen. Nee, aber jemand hat schon mal gesagt, dass man Ultrabestien ohne Ende fangen kann. Ja, dir ist mal Shiny Mewtwo am anderen Ende gewesen. Geil. Dieses Elektrofeld. Okay, ja gut. Jetzt ist weg. Sehr gut. Dann schlaf jetzt mal. Voltrant, eines der unnötigeren Ultrabestien, wie ich finde. Aber es ist, ich finde alle eigentlich okay. Ich finde alle ganz cool. Wie es einfach Hypnose macht. So nicht. Ich übertreibe es vollkommen. Fünf. Ich tue alles, damit die Leute, die eins gewählt haben, gewinnen. Beste Chance jetzt. Oh. Oh. Oh, oh, oh. In SM konnte man eine vorbestimmte Anzahl fangen. Usum kann man die Portale unendlich oft betreten. Okay. Schlaf. Wir sind hier bei knappen 10%, dass es drin bleibt. Also easy eigentlich. Da ist es nicht. Verdammt. Acht. In SM waren die Ultrabestien shiny locked. Letzte Chance für die Believer. Tja, vielleicht kriegt ihr eure Punkte noch zurück. Alter, aber so stark, ey. Ich bin Elektro. Aber sein Bestienboost ist, glaube ich, auch maximal gerade. Joa, ich muss gleich resetten. Neue Sleep-Insel in Pokémon Sleep ist Elektro. Da könnte ich noch nicht mal hin, wahrscheinlich, mit meinem geringen Level. Interessant, man kann aber Statusveränderung bekommen, trotz Kostümschmuck. Ja. Yes. 12. Gruppe 2 gewinnt. Tut mir leid für alle anderen, aber eure Punkte sind weg. Aber ihr könnt gleich wieder welche neu gewinnen. Voltrant. Jetzt hat Bock, mein Pokédex zu lesen. Das Pokémon zu analysieren.
Eine der sogenannten Ultrabestien. Es gibt auch Exemplare, die ihre Gliedermaße in den Boden rammen und regungslos wie Bäume fahren. Das reimt sich. Rammen, verharren. Nicht wirklich. 12 ist gut? Joa. Und jetzt? Will ich den ganzen Weg zurück? Unglaublich. Willst du einen Link für die Portale? Nö, danke. Muss ich mich jetzt heilen gehen? Ist ja so umständlich. Ach, und ich muss jedes Mal in die Welt zurück. Ich kann nicht von hier aus jetzt weiter galoppieren. Jetzt haben sie hier einen Punkt gemacht. Das wäre so schrecklich. Ja, jetzt ist Nacht. Am Sonntag gibt es übrigens wahrscheinlich, ich werde noch nicht sagen was und ich verspreche auch nichts, am Sonntag gibt es wahrscheinlich einen Special Stream, den ein paar Leute von euch freuen dürfte und wo viele Leute von euch sagen werden, hä? Das passt ja gar nicht zu dir. Aber es hat was mit Pokémon zu tun. Aber ja, ich muss halt, wie ich schon gesagt habe, ich mache Sachen, ich springe über meinen Schatten und mache Sachen, die ich eigentlich nicht machen würde. Nein, nicht Mario Kart. Geh weg. Endlich Spider-Man. Was? Pokémon Go. Genau, wir gehen raus und spielen Pokémon Go. Nein. Nein. Ich sag's euch nicht. Palworld. Pokémon. Ich hab gesagt Pokémon. ZA. Ja, wir spielen ZA. Ich hab schon Zugriff bekommen. Übrigens kommt morgen das neue Zelda-Spiel raus. Any Gamers? Any Zelda Gamers hier? Ich bin zu schnell. Das neue Zelda. Ich habe schon Bock. Aber wenn dann abends, glaube ich. Das ist eins, oder? Fuck, das wäre eins gewesen. Egal. Mehr. Weiter. Stärker. Härter. Cool. Schau, wie soll man denn da... Wie soll man? Was soll man? Wie soll man? Was ist das jetzt für ein Dreck hier? Ist das? Was ist das? Das Normale ist ja, vielleicht ist es ja was Cooles. Wie ein Illisaat. Melli, hallo. Dankeschön für den Raid. Das neue Zelda sieht interessant aus. Ja. Ich habe zurzeit kein Pokémon, kein YouTube-Video, was ich machen kann. Deswegen will ich mit Gen 7 langsam, das heißt fertig werden, das dauert noch ein bisschen, aber ich will Gen 7 nicht aufhören. Ich komme eh so langsam voran. Aber ich guck mal, vielleicht streame ich es nachts oder so. Hätte ja shiny sein können. Naja, hätte. Fahrradplakette. Man sieht nicht, wohin man fliegt. Das ist doch eins. Das aktuelle... Wie, das war keins.
Hä, das war doch volle Kanne Regenbogenfarben. Okay. Wenn sich wieder 1000 Leute, dass hier Streak gebrochen ist. Ja. Wundervoll. Ich würde dir empfehlen, Solgaleo zu nehmen. Find den besser. Ich habe kein Solgaleo. Oder wie kann ich... Wie... Kann ich das Reittier wechseln? Kannst trotzdem auswählen. Wo? Bei denen? Die sind weg. In der Ultrastadt. Okay. Ich dachte, das geht nicht. Oh nein, gib mir nicht Victini. Solgaleo. Er gibt mir Victini. Egal, wie es auch immer heißt. Hallo, der rote Jay. Venikro, Victini. Alles dasselbe. Ich finde es ein bisschen irritierender, dass es galoppiert, aber man sieht so viel mehr. Es ist nicht so riesig. Aber warum sind es dann manchmal... Das heißt, die Ränder sind auch noch was. Manche Ränder sind schwarz und manche Ränder sind Regenbogen. Weil ich bin einfach jetzt immer in das mit Regenbogenrand reingegangen. Aber das heißt, der Rand sagt, wie selten es ist. Und weil da dachte ich, das ist eins. Aber klar, das ist gelb. Weil innen drin ist es gelb. Ich habe auf den Rand geguckt. Okay. Das heißt, der Rand ist die Seltenheit. Schwarzer Rand. Ja, das hat jetzt einen Regenbogenrand. Das Gelbe hat einen schwarzen Rand. Ist euch das noch nie aufgefallen? Das schwarze Portale und Regenbogenportale. Ich gucke auf den Rand. Mir ist die Farbe gar nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass das hier unglaublich nach Regenbogen leuchtet. Da dachte ich immer, da muss ich rein. Ist das weiß? Ich check's nicht. Das ist blau. Das Gelb. Ich kann mich nicht bewegen. Sorry, das macht Leuten Spaß. Ohne Schmarrn. Ich finde nicht, dass das Spaß macht. Außergewöhnliche Präsenz. Habe ich jetzt ernsthaft einen Shiny gefunden? Einen Legi gefunden. Soll ich das jetzt fangen? Gar keinen Bock. Regice? Vergiss es. Tschüss. Also ich finde das nicht so spaßig durch diese... Das ist nicht sehr... Die Steuerung ist nicht sehr gut und ich finde nicht, dass man eindeutig sieht, welche Farbe man hat. Okay, ja, das war weiß. Und vor allem dann kommt man da nicht hin. Manchmal... Na, egal. Ich finde, die sind zu groß einfach. Die nehmen den kompletten Bildschirm ein, diese Portale. Es hat ein bisschen so den... Es ist irgendwie... Fühlt sich ein bisschen an wie... Es sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie Traumradar. So ein bisschen janky Steuerung, diese Kreise und dann... Es ist so, du machst einen Fehler und alles ist dahin.
Bui! Weiß, ich seh's doch, ich seh's doch. Genau, und wenn man jetzt auch noch auf einem kleinen DS spielt, uff. Ja, was ist das? Ich find's sehr cool, dass sie eigene Welten haben. Das hätte ich nicht gedacht. Hä, aber was soll das sein? Ist das Schlinking? Das sieht so Schlinking aus, oder? Die Ringe sind auch wichtig dafür, welche Ultrabestie kommt. Ah, ist das Fermosa? Ferramosa? Es ist Anego? Warum? Trag mich als Hut. Ich komme mit jedem Versuch auf mindestens 3500 Jahre, das ist doch mega easy. Herzlichen Glückwunsch. Und nochmal, genau. Ihr könnt wieder wetten, wie viele Pokébälle brauche ich. Soll ich jetzt jedes Mal gucken, wie die Chance ist, dass es drin bleibt? Aber die sollten doch immer gleich sein, oder? Guck trotzdem. Wie heißt du? Nihilego, oder? Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist wieder die gleiche. Ja. Im besten Fall 10%. Ansonsten so 6%. Hebt eure Punkte aus. Hebt mir eure Punkte. Damit ich Miete zahlen kann. Twitch-Miete. Wie viele Bälle? Warum trage ich eigentlich eine Badehose? Alola. So, wie machen wir dich eigentlich? Du bist Stein... Gift... Du bist auf jeden Fall irgendwas Dummes. Du bist nicht Wasser, obwohl du eine Qualle bist. Ich glaube, du bist Steingift. Cool. Es ist verbrannt. Scheiße. Da, oh Gott. Es brennt. Also werde ich jetzt Bälle schmeißen. Ich hab das angeschaut, Dave. Ich hab das angeschaut. Marco hat's mir geschickt, den Kampf. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das sieht super untypisch aus für Pokémon, dass einfach Anego und Samantha verschmilzen. Weil du nie eine andere Hose gekauft hast. Ja, ich bin halt Vanilla. Ich spiele das Spiel halt Vanilla. So, jeder Ball hat eine höhere Chance, drin zu bleiben. Thank you.
Im sechsten, I guess, hast du es. Warum hast du da nicht darauf gewettet? Eine Punkte. 10 Punkte wirst du auf jeden Fall haben. Gestern hat jemand 10 Punkte gesetzt und hat wie viel? 2000 zurückbekommen. Und der Narin ist so schnell weg. Egal. Bleibt jetzt drin. Sechster Ball, habe ich gehört. Du hast 120 gesetzt. I believe immer. Believe. Aber du hast auf 2 gesetzt. Das heißt, du bist nur Semi-Believer. Du hast 10.000 gesetzt auf 2. Na dann. Schauen wir mal. Dann tut's mir leid, dass es verbrennt gerade. Wobei, dass wir im Spielraum von 2 sind. Jetzt ist es ganz gut wahrscheinlich, dass es drin bleibt hier. Sieben. Ich habe 2k wegen dir verloren, mich in die Spielsucht getrieben, hat der Leo. Ja. Und ich bin stolz. 7. Ich habe auch vollkommen die Kontrolle verloren. Oh nein, wie viel hast du gesetzt? Sehe ich das eigentlich, wenn ich über die 2 hover? Nee. Hamke hat auf 1 gesetzt, dann ist das wohl dein letzter Ball. Hamke, das ist dein Ball. Oh! Oh, Hamke, es tut mir leid, aber vielleicht kriegst du deine Punkte zurück. Ich hatte eben 120k, jetzt habe ich 135k. Das heißt, du hast voll gewonnen. Du hast auch 20k eingesetzt. Okay, also im Moment hat Team 2 gute Chancen, aber mein Team ist gleich weg. Das heißt, die Verbrennung, beziehungsweise Anego ist auch gleich selber weg. Komm, Parasek, halt aus. Du bist doch gar kein Käfer. Du bist doch gar kein Käfer. Du bist so ein Käfer. Die 10k kriegst du vielleicht wieder, wenn es bei 20, 30 oder drüber drin bleibt. Typ 0 überlebt jetzt aber ein bisschen. 11. Team 1 hat auch keine Max-Chancen. Ja, ja. Aber das müsste, deswegen ist es ja Glücksspiel. Ah. Ich kann euch nicht versprechen, wie gut ich Anego down kriege. Ich kann ja nicht versprechen, dass ich immer Pilzspore und im roten Bereich bin. Wie soll ich das kontrollieren? Ich spiele das ja nicht. Das ist ja eine Aufzeichnung. Diesmal nehmen wir was anderes als erster Stelle. Sollen wir direkt Parasek nehmen und Pilzspore machen? Aber Parasek ist sofort weg, wenn es aufwacht. Okay, wir müssen es zuerst in den roten Bereich kriegen. Stein. Pampros macht es fertig. Mimigma. Ich mach Mimigma. Und dann Parasek. Wenn es wieder Team 2 wird, werde ich offiziell spielsüchtig. Chancen
Ich kann euch genau sagen, dass wenn es im roten Bereich ist und schläft, dann sind es 7 Bälle für 50% Chance, dass es drin bleibt und 30 Bälle 95% Chance, dass es drin bleibt. Das heißt, nach Prozenten solltet ihr immer auf 3 wetten. Weil da ist die Chance 95%, dass es drin bleibt. Nicht, dass das passiert, aber dass es dann drin bleibt. Was machen wir denn? Stirbt es, wenn ich Knuddler mache? Es ist Steingift. Deswegen, nein, es wird nicht sterben, wenn ich Knuddler mache. Aber Psychokinese. Ich glaube auch nicht, dass es stirbt bei Psychokinese. Sehr effektiv, ja. Mhm. Ein Ultraball und du hast es. Ach ja, stimmt. Mach mal Dunkelklaue. Okay. Halt, und jetzt nochmal Psychokinese. Das war doch... Ja, das sollte gehen. Oder hat es irgendwie... Ah, hat es Spezialverteidigung verloren? King! Klick. Ich mag Ultra ein bisschen auch. Ist ja nicht so, als ob das Pokémon wären. Das, weil viele sagen, die sehen nicht aus wie Pokémon. Ja, das ist der Sinn davon. Es sind Ultra-Bestien und keine Pokémon. Wir hatten gestern, Sigard ist 5-mal, 3-mal gewackelt und nicht drin geblieben. Und erst bei 55 drin geblieben, also. Hallo Maurediven, hallo Kaste. Seigard hat mich richtig geteased gestern, ja. Trotz irgendwie 6%. Wobei, bei 6% ist es auch... Es kann dauern. Alter, ich wollte doch Parasect nehmen. Sorry. Das ist... Ihr könnt jetzt schreien, Sabotage. Für Team 2 Sabotage. So ist das. Ihr müsst immer die Variabilität von Leo beachten. Aber hey, hier... Ah, gemein. Ob jetzt 6% oder 10%, macht doch auch keinen Unterschied. Ich will immer, dass die gewinnen, die am wenigsten gewettet haben. Also die, die am auf... Die beste Quote haben. Was ist die Quote für 3? Letzte Chance für Team 2. Leopold weiß, was er tut. Er ist Veteran. Exakt. Aber hier ist eure letzte Chance, Team 2. Kann immer noch sein, dass ihr eure Punkte zurückkriegt. Ihr kriegt vielleicht eure Punkte jetzt zurück oder in den 10 nächsten Bällen. Team 3, eure Chance. Und hey, was sehe ich da? Parasect kommt jetzt ins Spiel mit Pilzspore. Ein Prosit aus dem Armbrustschützenzelt der Wiesen. Alter.
viel Spaß. Wenn ich da war, und es ist ewig her, dann waren wir auch immer im Schützenzelt. Viel Spaß. Nee, wenn es nicht in den nächsten 9 drin bleibt, kriegt ihr alle eure Punkte wieder. Das ist ja das Schöne an dem System, wie ich es mache. Ihr habt immer eine Chance. Ich darf noch nicht mal, schau. Es hätte nicht mal was gebracht. Nichts mit Schiebung, alles war fair. Ich hätte es noch nicht mal Pilz sporen können. Das ist das Schöne an dem System. Es kann immer sein, dass ihr eure Punkte wiederkriegt. Nee, vorhin habe ich eine Pilzspore reingekriegt. Ich weiß aber nicht, was Anego gemacht hat. Ja. Nach jedem Kill wird Anego stärker. Ja, ich weiß. Oktoberfest ist das Wacken der Volksfeste. Ich würde es andersrum sagen. Wacken ist das Metalfest des... Was? Wacken ist das Oktoberfest. Oktoberfest ist, glaube ich, ein bisschen berühmter als Wacken. Und tschüss. Ja. Nein, Eichhornbratern, du kannst Kanalpunkte einsetzen, um mir Pech zu wünschen. Das meint Marco. Setz die Kanalbelohnung Pech ein, wenn du willst, dass ich Pech habe. Volltreffer, oh mein Gott. Aber das ist, ich weiß nicht, was ich sonst für eine Attacke machen soll. Die Cutscene, die kleine Sequenz hier ist cool. Ist es nicht so, dass wenn es mich einmal berührt, bin ich tot oder so? Hey, perfekt. Hast du schon Ultra Bestien in Shiny? Ich glaube keine einzige, nee. Woher auch? Ich habe ja nie Düna-Abenteuer gemacht. Gleich Anego. Hat das wenigstens eine coole Farbe. Ein Shiny wenig aus der Verteilung? Nein. Warum? Wieso? Was? Shiny wenig? Hm.
Ja, ich fände es auch eklig, im Meer zu schwimmen und überall sind Quallen. Finde ich auch super creepy. Auch wenn man weiß, die tun einem nichts, aber allein, ich finde es auch, also ich gehe auch gar nicht ins Meer. Aber allein die Vorstellung, dass jederzeit so Sachen deine Füße berühren könnten, auch wenn es nur Pflanzen sind oder sowas, finde ich super creepy. Und hier sind asozial viele Quallen im Meer. Ich habe gestern schon erzählt, wir sind gestern am Meer entlang gegangen und es waren ohne Schmarrn die 500 Meter, die wir gegangen sind über den Strand, waren locker 100 Quallen, die wir gesehen haben, die gestrandet sind. Einen Ball kriegt ihr noch. Vielleicht mit Pilzspore. Kommt drauf an, was es tut. Juwelenkraft. Blöd. Du hattest in der Ostsee mal eine Feuerqualle am Arm. Bam, 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 bam. Hat der Plumber dieses Mal zur Zufriedenheit gearbeitet? Ja, er hat die Dusche komplett repariert, mega krass rumgehammert und einen Teil innen drin ersetzt und jetzt kann ich sie wieder kalt stellen. Ich habe gestern mal wieder probiert, in dieser Dusche zu duschen und ich glaube, ich war ein Krebs danach. Meine Haut ist mir vom Leib gefallen. Ich bin verbrannt da drin. Aber jetzt kann man wieder kalt machen, die Dusche. Okay, keine Pilzspore, aber letzter Ball, Team 3. Danach machen wir noch meine neue Kanal-Dings und alle kriegen ihre Punkte zurück. Nummer 29. Tja. Und somit kriegen alle ihre Punkte wieder. Und wir machen die nächste Vorhersage. 31 und so weiter. Also beschwert euch nicht. Oh. Ah. Okay. Jetzt muss ich aufhören, bis die Kanalbelohnung neu ist. Wettet wieder eure Punkte. Es ist wieder 1, 2, 3. Aber natürlich ist jetzt die 1 häufiger, als sie davor war, weil jetzt ist es 31 bis 39. Also eventuell würde ich jetzt auf 1 wetten, weil die Chance ist 6% anstatt 3% wie gestern. Die Kapus sind alle gestern bei 1 und 2 drin geblieben. Wieso verlieren nicht eigentlich alle bei 30? Weil ich das nicht machen kann. Es muss einen Gewinner geben. Ich müsste ja dann sagen, es geht nicht. Ich muss was auswählen. Ich kann nicht einfach die Punkte behalten. Das wäre mega geil. Los geht's. Ich warte. Nico hat gesagt 2. Das heißt, du denkst, dass wir noch 10 Pokebälle aushalten. Die Bank ist der Gewinner. Nee, tatsächlich bei Kanalpunkten auf Twitch nicht, weil die Bank nicht existiert. Ist quasi eine Währung, die ihr ausgebt, aber niemand bekommt das Geld. Es verschwindet einfach. Es ist wie, als ob ihr bekommt etwas, aber das Geld wird danach einfach zerstört. Hat das eigentlich schon mal eine Wirtschaft ausprobiert, ob das vielleicht funktioniert? Hallo, Lex. So, der erste Ball wird geworfen, sobald es vorbei ist. Geld drucken, um es zu verbrennen. Ja, aber du kriegst ja auch was dafür. Okay, 31. Das Nervigste ist, wenn es bei 31 drin bleibt, dann haben wir umsonst 2 Minuten gewartet. Oder nicht umsonst, aber zu kurz. Aber ich habe auch nichts, was dieses Anego lange aushält.
Die Musik ist aber auch kacke. Ist das die Ultra-Bestien-Musik? Ist die immer gleich? Mag ich nicht. Ich kann eigentlich immer direkt resetten, wenn ich so tief drin bin, weil ich nichts mehr aushalte. Habe ich denn letztes Mal so viel ausgehalten? Wie hat Parasek Pilzspore draufgekriegt? Du nervst! Du nervst! Alter, tschüss! Was kann ich denn machen, dass ich länger überlebe? Aber hey, ja, vielleicht finde ich gleich ein Shiny Anego. So geht das doch. Ane, 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 Ane. Zuerst Parasek. Dann stirbt es halt sofort. Nach Ho-Oh ist alles möglich. Nee, nach Ho-Oh ist eben nichts mehr möglich. Das ganze Glück habe ich noch nicht aufgebraucht. Ich meine, es kann sein, dass er natürlich Tarnsteine einsetzt in der ersten Runde und dadurch Parasek Pilzspore machen kann, aber irgendwann wird er aufwachen und ich kann halt keinen Schaden machen mit Parasek. Das heißt, ob ich ihn in den roten Bereich bringe mit Mimikma, safe, oder ob ich eine Pilzspore drauf kriege, kommt aufs Gleiche raus. Das sind die gleichen Statistiken dann. Perfekt wäre halt jetzt, wenn ich jetzt einfach Parasek mit Pilzspore machen könnte. Aber er macht Juwelenkraft und es macht mich sofort weg. 35. Okay, ich hätte tatsächlich jetzt Parasek nehmen können, weil er Tarnsteine gemacht hat. Aber jetzt macht er wahrscheinlich Angriff. Ich weiß nicht, wie Shiny Anego aussieht. Ja, aber jetzt wäre Parasek tot. Und hätte keine Pilzspore gekriegt. Draufgemacht. Anego one-shotte Parasek vielleicht nicht, wenn der erste Bestienboost nicht aktiv ist. Das ist schon klar. Also ich glaube schon, aber ja, vielleicht. Aber es bringt mir auch nichts. Es ist doch egal, ob Parasek eine Runde überlebt. Danach ist tot. Wir können immer hoffen, dass es irgendeine andere Attacke macht. Warum? Das kann auch irgendwie nur zwei Attacken. Mach doch mal was anderes. Ja, nee. Ich sollte mit Parasek auch einen Ball werfen. Ich hab doch alles keinen Sinn. Letzte Chance für die Einser. Tja.
Ich habe gar nichts gebaitet. Ihr wisst die Chancen. Ihr kennt das Risiko. So überlebt Tipp 0. Okay, Tipp 0 früher einsetzen. Aber ich will auch nicht, dass Tipp 0... Weil wenn es jetzt nicht drin bleibt, dann stirbt Tipp 0. Und wenn es danach drin bleibt, dann hat mein Tipp 0 an Freundschaft verloren. Deswegen, ich darf Tipp 0 nicht. Ich muss Tipp 0 als letztes einsetzen. Ja, deswegen starte ich jetzt auch neu. Mein Typ 0 darf nicht an Freundschaft verlieren. Das entwickelt sich bald. Ich werde Leo nie wieder glauben können. Besser ist es, ich sage immer, ihr sollt mir nichts glauben. Ihr sollt niemandem im Internet was glauben. Du willst doch nur Shiny Anego. Ja, ich will den Clip für Shiny Anego. Ich drück extra gerade die ganze Zeit B, wenn der Ball geworfen wird. Warum ist meine Dunkelklaue so random stark? Vorhin mehr, weniger, ach, keine Ahnung. Weil Anego jedes Mal, ach stimmt, Anego hat jedes Mal andere Wesen und die Wies, stimmt. Ja, ist logisch. Es kann Spiegelcape. Mal eine neue Attacke gesehen. 42. Hallo Runny. Also langsam sind wir in der Pechzone. Wir sind in der... Es hätte beim 30. Ball drin bleiben sollen. Wobei, nur wenn es schläft. Eigentlich, ich kann mal gucken, wann wir die 95% haben. Bei 63 Bällen haben wir die 95% Wahrscheinlichkeit, dass es drin bleibt. Aber wir sind noch nicht... Es ist noch nicht Pech. Wir haben noch kein Pech. Ich glaube, Pampros ist echt die beste zweite Wahl, weil das am meisten noch aushält. Ich will halt alle Ultrabestien fangen. Aber es ist schon 7:15. Badabadabam. 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 Danke für das Glück. 46. Brian, kannst du die Klappe halten, wie immer bitte? Möchtest du euch das einfach jeden Tag dir sagen? Glaubst du, ich lese deine Nachrichten nicht? Glaubst du, der Chat geht so schnell vorbei, dass ich nicht deine fetten Nachrichten lese? Und vielleicht merkst du, dass es mich null interessiert, was du sagst? Wusstest du schon, dass du Trugschlag machen kannst? Dann kannst du auf 1% gehen. Wusstest du schon, dass Fokusgurt... Jaha! I don't care! Sag's mir jeden Tag? Okay, easy. Bam. Das ist vielleicht die ultimative, die allgemeine Antwort jetzt, okay? Ah! 50! Nuller Runde. Jetzt kommen die Dreier.
Mounts so gut. Einundfünfzig. Wir sind im Bereich von Zygarde jetzt. Eins. Ja, wer hätte gedacht? Die Wahrscheinlichkeit ist doch nicht mal gering, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist besser als von einem Kapu, was wir gestern sofort immer drin hatten. Hast du gerade zu Runny willkommen gesagt? Siehst du nicht den mächtigen Ball, den Runny vor seinem Namen stehen hat? Ein Thema bleiben Quallen. Elendige Quallen. Aber diesmal konnte ich viel mehr Bälle schmeißen. In Gen 8 hast du auch ewig an Legis gesessen, aber da gibt's doch nur 4, oder? Achso. Ja, Polaros, Infantoros und sowas, die können auch lange brauchen, stimmt. Und die Galarvögel. Stimmt, es gibt eigentlich einige. Die sind Level 80. Ich weiß nicht, ob in Gen 8 das Level eine Rolle spielt beim Fangen. Bisher hat es ja nie eine Rolle gespielt. Oh, 55, ey. Ich glaube, es ist ein neuer Rekord. Ich glaube, Zygarde war 54. Oder 56. Ach, ich bin doch neu hier. Ich würde so gern die Quallen retten, an denen ich jeden Tag vorbeigehe, aber... Weißt du, wie erstens, glaube ich, sind die schon tot? Im Internet stand, wenn sie pulsieren, leben sie noch. Und da pulsiert gar nichts. Aber ich habe auch Lebende gesehen in der Pfütze und die haben auch nicht pulsiert. Keine Ahnung. Aber was soll ich denn machen? Erstmal 5 Stunden lang 100 Quallen ins Meer schmeißen, um dann 12 Stunden später wieder alles voller toter Quallen zu haben. Wusstest du, dass du Pokémon mit Pokébällen fangen kannst? Hey, Typ 0 hat überlebt. Letzte Chance, Typ 0. Level up. 57! Alter, was ist mit diesem Tier? Mauerseglerin war Gassi gehen und ich habe in der Zeit das nicht gefangen. Aber mein Typ 0 lebt immer noch. Warum ist denn Anego so schwach in dem? 58. Warum ist der Nego so schwach diesmal? Okay. Wo ist der Rekord? Der Rekord an geschmissenen Bällen ist 59. In dieser Gen. Hallo Schafzahn. Okay. Prediction. Haben wir überhaupt noch eine Prediction, die mehr höher geht? Alle kriegen ihre Punkte wieder. Happens, kannst du eine neue bauen? 61, du weißt das Prinzip. 61 bis 69, 71 bis 79 und 81 bis 89. Die 60 ist noch for free.
Das hier dauert halt auch so lange, weil ich hier jedes Mal neu anfangen muss. Und dann ist es auf einmal ein Volltreffer, ich muss wieder von vorne anfangen. Hallo, ich bin Aniko. Ich will da einfach meinen Kopf reinstecken. Ich wollte meinen Kopf da reinstecken. Ihr wolltet, dass es schwerer wird? Ja, ich finde es ja auch besser so. Klinge ich so, als würde ich mich beschweren? Vielleicht, ja. Aber es macht halt keinen Sinn. Es ist komisch, wenn ein Pokémon keine schlimme Catchrate hat und nicht drin bleibt. Wie zum Beispiel letztens ein Haspiohr mit Rot und Schlafend und es ist nicht drin geblieben. Obwohl es Level 2 war, was egal ist. Frozen Smelly, du bist ein Jungglut. Merch-Idee an Ego-Mützen? Ja, gibt's bestimmt schon. Ich meine, so macht es, holt es sich die Beute, oder? Setzt sich einfach auf den Kopf drauf und dann bist du vergiftet oder in dem Bann. 60 ist noch die Nullerrunde, da kriegt keiner was. Egal. Ist noch nicht vorbei. Okay, jetzt mach ich Stopp. Reverse Facehugger. Headhugger. Frisurhugger. Wie viel hat Schafzahn eingesetzt? $84,000. Und du bist auf 3 gegangen. Oh, 3 ist krass, weil die Wahrscheinlichkeit ist inzwischen verdammt hoch, dass es drin bleibt. Es müsste eigentlich jeden Moment drin bleiben. Mauri, du bist ein Quapsel. Was ist das denn für ein Pokémon? Das ist Anego. Eine Ultrabestie. Anne, du bist ein Eliseba. Oder ist es das nächste, ne? Ich weiß gar nicht. Zebritz. 66. Damit Schafzahn gewinnt, müssen wir zwischen 80 und 90 sein. Aber wahrscheinlich war er einer der wenigen in Gruppe 3, weswegen er noch nicht mal viel kriegen würde. Wobei doch, er würde viel kriegen, weil er einer der wenigen ist. Oh Gott. Die Fangwahrscheinlichkeit nach jedem Neustart auch resettet. So funktioniert das nicht.
Blitzflamme, so funktioniert RNG in Pokémon nicht. Jedes Mal, wenn ich einen Ball schmeiße, ist die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, was in dem Moment ist, ich glaube, jetzt sind wir bei 6%. Die Wahrscheinlichkeit geht nicht hoch, nur weil ich es länger probiere. Das ist wie beim Shiny Hunten. Jedes Pokémon, das du triffst, hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4.000, dass es Shiny ist. Das ändert sich nicht. Selbst das 10.000ste Pokémon, was du siehst, hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4.000, dass es Shiny ist. Da wird nichts besser. Wir reden hier von Stochastik, Statistik und all dem. Umso öfter du etwas probierst, desto wahrscheinlicher wird es, dass es drin bleibt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sich die Wahrscheinlichkeit ändert. Die ändert sich nicht. Also ja, inzwischen sind wir bei 95%, dass es drin bleibt. Eigentlich echt krass, dass es nicht drin bleibt. Wenn es früher drin bleibt, kriegen alle die Punkte von Schafzahn. Genau. Oh, Sanyala. Das bringt uns jetzt Glück. Sanyala ist ein Victini. 69 bringt auch Glück. Alle Glücksfaktoren zusammen bringt auch nichts. Sanyala, du hast ein Victini gezogen. Richtig, richtig krass. Es wird bald 73. Ich krieg niemand was. Deine Pechzahl heute war 77. Warum? Was ist passiert bei 77? 71. Krank. Krank. Jetzt weiß ich, warum so viele Leute Glücksspielstreamer schauen. Ja. Wir sind nicht besser hier. Die Sanigo ist krass, ja. Sagt mir nicht, dass Anego ein Exclusive ist, weil dann, wenn das hier in Shiny auftaucht, dann muss ich Ultrasonne nur wegen Anego nochmal, also Ultramond nochmal durchspielen. Aber nee, es ist kein Exclusive. Weil das kam ja in der Story vor. Das können sie nicht machen. Kannst es da immer wieder so... Ach stimmt, das gibt's ja unendlich oft. Mensch, dann ist ja gar kein Risiko hier. Du hast in der Arbeit heute das Bauteil mit der Nummer 77 kaputt gemacht? Dann bleibt's jetzt bei 77 drin. Vierundsiebzig.
75. Vielleicht kommt die 77, die muss es sein. Damit Blitzflamme ein Subgeschenk kriegt. Oh. Aber es ist die 76! Knapp! Okay, die Zweier haben gewonnen, oder? Gruppe 2 hat gewonnen. Sag mal, wie viel Geld, wie viel Sonderbonbons ihr kriegt, Gruppe 2. Schafzahn hat sau viel verloren. Ihr solltet ein bisschen was kriegen jetzt. Die haben keine Geschlechter, ne? Also darauf muss ich nicht aufpassen. Okay. Next. Hallo Eski. Hi. Du hast ungefähr verdoppelt. Plus 8,5k. 1,8k. Plus 46k Maus. So, wie viel hast du eingesetzt? Wir machen gleich nochmal. Ihr könnt gleich weitermachen. Wir hören nicht auf. Es sind noch einige Bestien. Von 500 auf 2,3k. Ihr müsst nur der Mathematik vertrauen. Scheiße, ich habe gewonnen. Ich will nicht nochmal. Die Sucht. Von 200k runter auf 100k. Azrael hat 100k gesetzt. So wird man spielsüchtig. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet gerade wirklich echtes Geld gesetzt und ihr hättet aus 500 Euro einfach 4000 gemacht. Los. Ich habe nur noch 71. Lex, du musst so viele Punkte gehabt haben. Sind alle weg. Balthasar, du bist ein Elevoltec. ...71k hast du noch. Ich hatte 500, oh. Ob das einfacher ist, wenn man Bewegungssteuerung benutzt? Das war weiß. Aber es hatte keinen Rahmen. Also es war ein schwarzer Rahmen. Wie? Alter. Bist du weiß? Du bist weiß. Ich kann jederzeit aufhören. Das sieht cool aus. Die Ultrawüste. Hä, was ist denn Wüste? Ist das Schlinking? Ist das Katagani, Katakami-Ding? Ist das Kaguya? Was ist denn das? Macht doch alles gar keinen Sinn. Was besteht denn aus so... Oh, jetzt muss ich hier sogar einen Pampros benutzen. B-
Das ist hier ein Rätsel ohne Ende. Nein? Ist das kein Rätsel? Ach so. Funktioniert Pokémobil eigentlich in der Ultradimension? Ich glaube, sie haben keinen Empfang. Ich check nicht, was das sein soll. Ist das Chabel? Aussieht aber. Kaguya muss doch Bambus sein. Chabel muss Insekten sein. Moskito muss ein Fitnessstudio sein. Schlenkering muss widerlich sein. Katakami muss Papier sein. Habe ich irgendwas vergessen? Das andere ist doch exclusive. Ja. Ich bin echt... Egal, was jetzt kommt, ich finde, es macht keinen Sinn. Ja. Ah. Ich stand doch hier gerade mit Machumai. Okay, gut, dann so. Verrat mir doch so ein Kack nicht, Blitzflamme. Ich bin da jetzt skrupellos inzwischen. Es ist Chabel. Okay. Ich habe noch nie Chabels Augen so deutlich gesehen. Das sieht cool aus. Aber ich glaube, Chabel war am logischsten. Wie wär's mal mit Speichern? Hallo, mach ich doch. Wahrscheinlich Chabel ist... Nee, nice, ja, ist schwarz. Warte, ich überrasche es. Dann kriege ich einen Bonus. Also ich finde es cool, es ist wirklich durchsichtig. aber was nehmen wir an erster Stelle? Es ist ein Käfer, das heißt, es macht mir einen Parasek. Ist Käfer neutral gegen Käfer? Mal schauen. Es ist nicht Pflanze, oder? Das heißt, ich kann Pilzspore machen. Surprise! Bälle. Chabel lebt so pompös, ja. Aber Kakerlaken und Wüste? Gibt's Kakerlaken in der Wüste? Was mache ich? Und warum wird es mir schon angezeigt, was es ist? Hä, warum wird mir Chabel schon angezeigt? Hä, wann hatte ich denn schon Chabel gesehen? War in der Story irgendwo Chabel? Oder hat es gezählt in der Cutscene? Diese Cutscene, die man kurz vor dem Finale sieht? Hat es gezählt? Aber das macht doch keinen Sinn. Mein Pokédex war doch nicht da bei denen, wo Chabel aufgetaucht ist. Wo habe ich denn Chabel jemals einen Eintrag gekriegt? Das finde ich komisch, das finde ich sehr komisch. Muss es anscheinend im Dex haben. Ah!
Hat mir jemand Chabelle geschickt? Jemand hat mir anscheinend Chabelle geschickt, als ich Wuffels vertauscht habe. Ja, stimmt. Mehr, das muss es sein. Du überlebst die Psychokinese, weil ich habe keinen Step darauf. Ganz, ganz einfach. Ja, jemand hat mir ein Chabelle mal gegeben. Stimmt, Katakamis habe ich auch schon gekriegt. Perfektion. Okay, habt ihr ja schon gemacht? Predict, okay. Auch hier, ich überprüfe lieber nochmal, aber es sollte das gleiche sein wie immer. Feromosa. Es ist runtergegangen, die Chance. Was? Warte mal. Okay, minimal. Warum auch immer. Nee, es rundet auf. Okay, das muss ein Fehler sein. Anego 4,667%. Fermosa 4,7%. Es hat einfach um 0,1 aufgerundet. Okay, also sind die gleichen Chancen wie schon die ganze Zeit. Es sollte innerhalb von... Also es ist bei 10%, wenn es jetzt noch schlafen würde. Das wird schnell gehen wie ein Anego. Wahrscheinlich. Let's go. Ball Nummer 1. Was habt ihr gewettet? Habt ihr alle euer Hund und Hof wieder verwettet? Heißt es Hund und Hof? Ja. Oh, ich werde lange werfen können. Haus und Hof? Haus und Hundehof. Hof und Haushund. Hundehaus. Hunde, Hütte und Hof. Kampf und Käfer sind beide nicht gut gegen Mimikma. Wenn es jetzt noch schlafen würde, ne? Nicht pompös genug für Chabelle, der Ball. Doch, die sind wie die beiden reichen Säcke in dem Kamsin und Popo DLC, die das Leben der Niederen gerne erleben möchten. Deswegen denkt es sich jetzt, ach ja, bleibe ich doch drin. Gleich wird sich das denken. Chabelle hat sich an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt. Keine Angst. Nummer 8. Die auf 1 gewettet haben, werden diesmal nicht enttäuscht. Stimmt, Chabelle wohnt bei Herrn Reichedel in Sinnoh. Letzter Ball für die Einser. Ah. Und wie immer gewinnt wahrscheinlich 2 am ehesten. Hat bisher, hat heute nur Gruppe 2 gewonnen, oder? Die ganze Zeit Gruppe 2. Bei den 3 Pokémon, die wir jetzt, 2 Pokémon, die wir gefangen haben. Haben wir? Wir haben nur 2 Pokémon gefangen, gell?
11. Und wieder gewinnt Gruppe 2. 11 Bälle für Chabel. Schön. Biff. Liff. Liffy. Biffy. Du bist ein Yugong. Ist das Yugong? Ich hätte dann wahrscheinlich meine ganzen Punkte verloren. Also bis, ich glaube, heute hat echt nur immer die, die auf 2 gewettet haben, haben gewonnen. Selbst wenn es über 60 gegangen ist, war es immer noch Gruppe 2. Yugong ist die Robbe, ja. Marco Poke! Du bist ein Pumpkin. Okay, haben wir Chabel. Ich will, dass bei Mosquito so ein Fitnessstudio ist. Keto, Kaguya. Was kann ich hier nicht haben? Kitakami kann ich hier, glaube ich, nicht haben. Katakami. Kita. Das Ding, das Papier. Mosquito und Katagami kann ich nicht haben, aber Mosquito ist das Beste. Hm. Ich will, dass Kaguya. Kaguya Ron Dings, das ist so groß wie ein Hochhaus. Ekaplosi auch nicht, ja. Nur noch Kaguron und Schlinking? Stimmt. Stimmt, das geht ja. Das kann ich ja sogar heute noch schaffen, wenn ich die Ultrapforten jetzt finde. Scheiße, sagst du Shiny Mosquito? Großartig. Es ist großartig. So ein geiles Shiny. Alle Shiny sollten so aussehen. So übertrieben. Neonfarben. What? So, ist jetzt gelb oder weiß? Buh. Kann es sein, dass die mit schwarzem Rand, dass ich in denen vielleicht schon war? Ist das der Trick? Ist das der Unterschied? Hast du ein Shiny Mosquito gefunden? Nein, ich habe keine einzige Shiny Ultra Bestie. Es gibt keine schlechten Gen 7 Shinies. Auch richtig. Es war weiß, aber schwarzer Rand. Und deswegen bin ich natürlich ausgewichen.
Das hat auch einen schwarzen Rand. Das hat zwei Ringe. Das habe ich noch nie gesehen, zwei Ringe, glaube ich. Das weiß. Das ist blau. Wie? Oh. Wie? Wo ist der Weg gewesen? Wo hätte ich ausweichen sollen? Oh, Scheiß. So ein Quatsch. So eine unspaßige Sache. Ja, geh sterben, Bammelin. Eulen. Dieses Minispiel war der feuchte Traum von Cyrus und Team Galactic. Ja. Nicht meiner. Hallo, Benny. Du bist rangezogen, wenn du keine Energie mehr hast? Wo ist meine Energie? Wo sehe ich das? Sieht man das irgendwo? Okay, krass, das dachte ich nicht, dass es so extrem ist. Das mit dem Ranziehen wusste ich, aber dass es schlimmer wird, wenn du langsamer wirst. Wäre ich die ganze Zeit langsamer? Ich dachte, ich werde nur... Werde ich quasi langsamer, wenn ich nichts einsammle? Ich dachte, ich werde nur langsamer, wenn ich in die Dinger renne. Okay, aber... Ja, gut, okay. Aber da war noch kaum noch... Ich konnte doch gar nichts mehr einsammeln. Einfach Pech jetzt gehabt. Das heißt, manchmal hat man einfach Pech und es kommt keine Pforte, die man will und dann... Die ist jetzt weiß, aber die ist schwarz-weiß. Ich will eine neue. Das muss neu sein. Das muss Regenbogen sein. Das muss glitzern. Das soll schön sein. Ich ist zu schnell. Das ist halt nicht möglich auch. Gib mir Weiß. Okay, ich sehe es, glaube ich, an der Kugel, die um mich rum ist, ne? An der sehe ich. Ja, okay. Nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Du hast bis heute nur ein einziges Schlinking angetroffen. Das ist so mega selten. Stimmt, was ist mit Schlinking? Ja, aber Schlinking... Ich suche noch Schlinking. Ich muss es jetzt noch finden, Schlinking. Boah, doch brauche ich noch ein Shiny. Ich brauche jetzt noch Schlinking und Kaguyon. Ich weiß nicht, ich höre nur drauf, was ihr mir sagt. Ich dachte, ich kann jetzt hier noch Schlinking und Kaguron treffen. Du hast 10 Abende noch Schlinking gesucht? Ich dachte, das ist voll einfach. Schlinking habe ich schon gefunden, aber Chabelle nicht. Aber ich habe Chabelle gefunden. Sind die nicht einfach alle gleich selten? Nein.
Ich mache das schon richtig. Ich gehe nicht in diese schwarzen Ränder, weißen Pforten, weil die habe ich wahrscheinlich schon. Ich muss wirklich ein neues finden mit so Regenbogen. Schlinking ist selten. Okay. Es ist nicht möglich, Sachen auszuweichen, wenn sie überall sind. Wie? Ich sehe doch nichts. Das war weiß. Warum sehe ich die so spät? Ich finde, die sehen viel zu gleich aus, alle. Die haben alle diesen weißen Kern. Und ich weiß, ihr seht alle die Farbe, ihr seid super krass. Aber ich guck auf... Ist hier gar nichts. Ah! Ich habe den Text nicht gelesen. Ich bin weg. Na gut, kurz anschauen. Das ist jetzt eine Umrandung, da ist Safe Energy drin, ja. Nicht shiny. Wie langweilig das dasteht. Aber es gibt auch mehr Ultra-Bisschen als verschiedene Formen von Umrandung. Das meine ich nicht. Ich dachte, so wie ich es jetzt nur gedacht habe, ist das immer, wenn ich jetzt ein weißes See mit einer schwarzen Umrandung, dann ist das eins, was ich schon habe. Ist das nicht so? Weil den gehe ich gerade aus dem Weg. Das ist random. Dann gehe ich in jedes Weiße rein. Wie das zum Beispiel, wo ich jetzt nicht hinkam, weil ich auf der anderen Seite war. Was? Ey, wenn das jetzt das Schlinking war. So eine Scheiße, warum sammelst du die Dinger nicht ein? Kommt halt nichts zum Einsammeln. Okay, jetzt kommt einiges. Warum sammelst du die Sache nicht ein? Oh mein Gott. Sammelt es ein. Come shot. Aber ich komme noch weiter. Oh mein Gott. Es kommt kein weißes. Okay. Da war ein weißes. Wie soll ich denn da...
Schenking ist ein Wahrblöcher mit Blumenaura oder zwei Kreisumrandungen. Wie sieht denn eine Blumenaura aus? Willst du eine Erklärung oder werden wir dann angemeckert? Natürlich will ich eine Erklärung, hä? Ich weiß, es ist nicht einfach zu unterscheiden zwischen Spoiler, Backseat Gaming und ich will was wissen. Das muss man halt spüren. Die Wahrblöcher haben unterschiedliche Stufen, erkennbar an den Ringen. Je weiter du kommst, desto seltener werden die Stufen. Desto seltener die Stufe, desto wahrscheinlicher ist auch eine seltene Ultrabestie. Aber wie es mit den Wahrscheinlichkeiten ist, kann man auch in einem weißen Loch ohne Ring ein Schlinking sein. Okay. Okay. Also ich sollte wirklich, so wenn da ein weißes ist, muss ich rein. Das Wabler von Sekrom hatte die Blumenaura. Was weiß ich, wie das aussah. Was ist so deine Meinung zu Warblöchern? Nervig. Schlechte Steuerung, schlecht gemacht. Nerviges Minigame. Von mir wird schlecht. Ich habe gerade Déjà-vu, warum auch immer. Will ich rein? Hier war ich schon. Hallo. Die Blumenaura sieht so aus wie Licht, das ins Loch gesaugt wird. Okay. Ich mag lieber Düne-Abenteuer. Ich auch. Ich auch. Habt ihr die vier Stufen geschickt? Ja, das Bild habe ich ja gesehen. Und die letzte Stufe heißt Blumenaura, oder was? Ah, okay. Die krasseste Stufe halt. Ja, ich werde eh in jedes Weiße reingehen, wie zum Beispiel das hier. Ich brauche ja auch noch das andere. Okay. Ja, das mit Bewegungssteuerung habe ich sofort ausgemacht. Also ohne Ring sollte ich nicht reingehen. Hallo Jairo. Okay, gehe ich die ohne Ring, gehe ich nicht rein. Die Shadow-Löcher, wie ich sie nenne. War das eins? Das war so versteckt, ich glaube, das war weiß, aber ich hab's eh nicht hingekommen. Aber das hat keinen Ring. Ja, das hat auch keinen Ring. Jetzt kommen die ganzen Weißen, aber keine Ringe. Eieieiei.
echt ein bisschen gemein, wenn man keine Chance hat, irgendwie Punkte zu kriegen und einfach nur gesaugt wird. Und dann kann man gar nicht ausweichen, wenn man da hin muss. Oh, Jemini. Komm schon. So ein Quatsch. I don't like it. Nippe. Okay, aber ich glaube, ich höre jetzt auf, weil selbst wenn jetzt eins kommt, habe ich nicht mehr die Kraft, es noch zu fangen. Ich bin morgen wieder da und morgen finden wir die anderen beiden Ultrabestien. Und dann muss ich das andere Spiel spielen, oder? Dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ich kann auch die Demo spielen für Quajutsu, aber alles andere finde ich dann im anderen Spiel. Magiana wird... Aua. Wird nervig. Ah, Capikachu kann ich auch noch machen. Wie kommst du, dass du Gen 7 nie gespielt hast? Ich habe Gen 1 und Gen 2 gespielt als Kind und dann habe ich nie wieder Pokémon gespielt, weil ich dann auf PC umgestiegen bin und dann auf PlayStation. Und erst mit dem Stream habe ich mir eine Switch gekauft, wegen Mario Kart und Smash. Und dann habe ich wieder angefangen, Pokémon zu spielen und habe danach alle Pokémon-Spiele nachgeholt. Also ich habe nur Gen 1 und Gen 2 in meiner Kindheit gespielt. Und ja. Und Gen 7 sah für mich auch schon immer kacke aus. Also auch die Trailer und was ich gesehen habe, war immer, ich mochte Gen 7 nie. Und auch wenn ich anderen beim Spielen zugeguckt habe, fand ich immer, was ist das für ein Dreck. Deswegen hatte ich auch nie Lust, das zu spielen. Das war's. Gibt's jemanden? Ach, du hattest alle gespielt? Nö. Also inzwischen. Ich habe nie Pokémon gespielt, als es rauskam, außer Gen 1 und Gen 2. Wie ist dieser Domji immer noch online? Bin dann durch den Ring gefahren, weil das... Er pennt zwischendrin. Das ist mir schon klar. Es ist schon klar, dass er nicht seit 18 Tagen nicht geschlafen hat. Leute, vielen Dank fürs Dasein. Sagt dem Domji Hallo. Wir gehen da jetzt rein. Der ist verrückt und macht so Sabaton und so, so wie so viele verrückte Menschen das tun. Keine Angst, ihr werdet das bei mir nicht sehen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bussi.